Immer wenn man dachte, das ist jetzt noch vorbei, das Lied, hatte noch eine Gitarre ihren Einsatz und gesagt, halt, ich kann die Akkorde auch noch mal spielen. Wie gesagt, Nick Talbot alias Gravenhurst aus Bristol, der Rolling Stone nennt ihn positiv, bezeichnet ihn als englischen Trauerkloß. Aber es ist wirklich positiv gemeint. Und Nick Drake trifft My Bloody Valentine, Simon Garfunkel treffen Brian Eno. Ich finde, Nick Drake trifft My Bloody Valentine jetzt bei diesem Stück so in einem Stück eigentlich ganz gut zu erkennen. Am Anfang klang es deutlich mehr nach Nick Drake, Ende hätte es dann vielleicht auch My Bloody Valentine sein können. Ich weiß es nicht. Ja, Gravenhurst, unser Album des Monats. Ein Album, das durchaus mit sehr unterschiedlichen Klängen arbeitet, aber im Großen und Ganzen auch hier, denke ich, kann man sagen, herrscht eine gewisse Ruhe vor. Also es ist schon ein ruhiges Album, oder? Ja, er kommt auf jeden schon Fall aus dem Folk oder so ein bisschen auch mehr raus, arbeitet aber auch mit Elektronik, zum Teil so extrem, dass man dann wieder denkt, also ich jedenfalls dachte, ist das jetzt noch das gleiche Album? Aber das ist es. Und das ist vielleicht auch seine Qualität oder auch nicht? Ich frage mal Carlo. Also ich finde, bei der ersten, haben wir gerade eben schon mal drüber gesprochen, also beim ersten Durchhören hat es mich sehr an The Grateful Dead erinnert, jetzt nicht vom Sound her, sondern eher von dieser ganzen Klangästhetik. Mhm. Also ich finde, das passt auch sehr gut zu Warp Records einfach, dieses Album, weil es so für mich so einen gewissen Rauschzustand darstellt, sage ich mal, den man vielleicht durch etwas andere Substanzen erlangen kann. Mhm. Verstehe. Knickknack. Okay. Ja, wir sind noch nicht nach 22 Uhr. Okay. Warp ist ja eigentlich so ein bisschen dann dein Label eigentlich ursprünglich mal gewesen, könnte man sagen. Ne? Die waren ja nun schwer im elektronischen Bereich. Die sind Bereich. Eigentlich eher da. Ich weiß nicht, ob die noch andere Leute in die Richtung haben, aber normalerweise ist es ja eigentlich ausschließlich elektronisch. Na, Maximo Park war, glaube ich, so die erste Stimmt, Band, wo es dann ja, hieß, klar, na, Warp macht okay. jetzt auch Rock. Ja, okay. Ja. Ja, ursprünglich ja auch reines Elektro-Label. Mhm. Aber Gravenhurst ist jetzt kein reines Elektro. Nein, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich habe das heute Morgen gehört zum Frühstück und da hat es mich erstmal so gar nicht gekriegt. Es war jetzt wirklich so, ich hatte das Gefühl, das läuft alles so auf einer Linie, da ist irgendwie keine Dynamik drin, da passiert nicht viel. Kann aber auch an der Margarine jetzt gelegen haben. Es könnte an der Margarine, an der Zeit des Tages oder vielleicht auch einfach zum Beispiel an der Lautstärke gelegen haben. Also jetzt, wo wir das gerade hier nochmal mit dem Video gehört haben, muss ich sagen, hat mich das nochmal richtig positiv überrascht. Da war vieles drin, was ich heute Morgen so noch nicht wahrgenommen habe. Mhm. Auch zusammen mit dem Video. Also ich finde schon, dass es mit den erstmal gezogenen Flächen doch irgendwie eine sehr angenehm positive Stimmung erzeugt. Ich finde auch am Ende dieses nochmal etwas bombastische mit den Riffs schon, das fügt sich gut, das ergibt irgendwie eine Kurve und es wird auch sehr angenehm wieder zurückgeführt. Also es löst sich am Ende nochmal mit dem Piano auf, finde ich herrlich. Mhm. Ja, es ist auf dem Album ja eben, wie gesagt, auch ein Stück, glaube ich, das ist, glaube ich, auch rein instrumental. Das klingt dann wirklich so ein bisschen, finde ich, wie Massive Attack. Oder hat mich so ein bisschen so daran erinnert, dass ich gedacht habe, oh, das ist plötzlich so, oder? Ja, da kommen viele Sachen hinzu. Also es ist definitiv so ein Album, wo das Klischee zutrifft, dass man es tatsächlich zweimal hören muss. Mhm. Weil der erste Eindruck ist natürlich so, dass es so ein bisschen dahin säuselt. Und man denkt immer, ah, es ist ja interessant, aber nicht interessant genug, als dass es einen so mit reinzieht. Ja. Da hilft dann einfach, glaube ich, wahrscheinlich wirklich tatsächlich ein bisschen lauter zu hören. Und man hat es ja eben halt gerade auch, wenn der visuelle Eindruck hier beim Video hinzukommt, dann hast du diesen Effekt sofort. Ja. Und klar, also diese dass man bei Grateful Dead an Weite denkt und so, das ist da mit drin, obwohl es ja irgendwie auch eine urbritische bin. Also Nick Drake ist auch so ein bisschen mit drin, aber der hätte nie solche bombastischen Arrangements dazu geschrieben. Ja, selber, also insofern ist das eine Musik, die sehr, sehr eigen ist. Warp finde ich natürlich auch interessant, passt irgendwie auch schon zur Labelphilosophie von Anfang an, obwohl sie eigentlich mehr elektronische Musik gemacht haben, aber immer an den Rändern ausgeufert sind. Die haben ja irgendwie alles Mögliche abgedeckt. Ne? Mhm. Red Snapper und was es dann nicht irgendwie auch irgendwie an Bands gab. Insofern passt das irgendwo schon hin, obwohl es keine typische Warp-Platte ist. Mhm. Aber es ist definitiv Musik, die man nur empfehlen kann. Weil ich glaube, da gibt es nicht so viele auf dem Markt, die auch den Mut haben, so eine Musik zu machen. Ich glaube auch, je öfter man das hört, desto mehr Sachen fallen einem dann auf. Ne? Also diese Detailversessenheit. Das Ganze. Ja. Also.
Wobei ich da wieder zu Simon White zurückkommen möchte, da ist das auch so durchaus. Meine Herren, wenn ich das noch mal kurz sagen darf. Ja, aber das stimmt schon. Also Gravenhurst, auch ein Album, das... Ja, aber ich glaube, bei hier hebt die Stimmung anders ab. Das ja. ist bei dem anderen, bei Simon White nicht ganz so. Ich würde sagen, Gravenhurst ist auf jeden Fall in gewisser Hinsicht tatsächlich sogar konventioneller als sie. Also da ist sie, glaube ich, ein bisschen artifizieller, was Simon White macht. Das hier ist schon ein bisschen konventioneller. Es gibt diese Momente, die an Bands, die jetzt schon genannt wurden, erinnern. Simon & Garfunkel kam ja in dieser Rolling Stone-Rezension auch vor, nur halt ohne die ganz großen Melodien. Also ohne diese Songs, die man natürlich auch schon tausendmal gehört hat und deswegen schon als ganz große Melodie empfindet, sondern es ist alles immer so ein bisschen unauffälliger. Es huscht an einem vorbei, kann beim Frühstück dann schon mal komplett quasi nicht beachtet werden, das kann ich nachvollziehen. Bei Simon & Garfunkel hast du Harmonie gesungen und hier hast du einen Gesang, der irgendwie relativ... Ja, er macht aber so diesen Harmoniegesang auch bei. Ich habe, deswegen ist mir das aufgefallen, bei einem oder mehreren Stücken sogar. Ja, aber nicht wie bei Simon & Garfunkel. Ist aber, ja, okay, nicht ganz so wie bei Simon, aber ein bisschen schon so dieser Harmoniegesang. Ist da schon mit drin. Ich wollte mal reinhorchen kurz. Ich glaube, das ist das Stück, was ich meinte, was so ein bisschen in gewisser Hinsicht rausfällt und dann auch wieder nicht. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das ist es. Nee, genau. Es erinnert gar nicht so sehr an Massive Attack, es erinnert noch mehr an Kraftwerk, so ein bisschen. Also zumindest der Beat ist ja so eher so... Ja. Kraftwerk. Genau. Ja, genau. Und das, ich kann ja auch schon, wir können auch schon wieder rausgehen, weil im Wesentlichen, stimmungstechnisch, da ändert sich nicht mehr viel. Also da kommt kein Gesang dazu, es ist einfach nur, und es ist gar nicht, auch nicht, gar nicht mal so kurz, aber auch sehr, sehr schön. Und also insofern eine Platte, die tatsächlich vieles abdeckt vom reinen, fast folkloristischen Klang der N, oder mich zumindest fast an Simon & Garfunkel erinnern kann, bis hin zu Kraftwerk. Also ich habe Simon & Garfunkel gerade auf Dreisat, als es diese ganzen Shows hintereinander gab. Da habe ich mir das legendäre Konzert reingezogen. Du willst deswegen damit sagen, du bist Experte, du kannst das jetzt genau, auf jeden Fall beurteilen. Genau, ich habe jetzt gerade mal eine Stunde lang Simon & Garfunkel und habe am nächsten Tag im sozialen Kaufhaus auch Bridge Over Troubled Water gekauft für 50 Cent und mir die nochmal reingezogen. Und deswegen kann ich definitiv sagen, das hat mit Simon & Garfunkel nichts zu tun. Ich werde deine Expertise speziell, was Simon & Garfunkel angeht, fortan nicht mehr in Frage stellen. Okay, gut. Wir haben uns verstanden. Okay. Ja, sehr schön. Unser Album des Monats, Gravenhurst, The Ghost in Daylight. Und es lohnt sich aus anderen Gründen noch, dieses Album sich vielleicht schon mal anzuhören. Gravenhurst sind eine der Bands, die auch in Hannover beim Budbug Festival auftreten werden. Ich weiß jetzt gar nicht, zu welchem Zeitpunkt. Das steht natürlich auch noch nicht fest, das offizielle Programm. An welchem Tag und so. Das ist ja eher was für die Nachtstunden, könnte man sich das vielleicht ganz gut so vorstellen. So, weil es darf ja jetzt auch nachts lange Musik gemacht werden, auch auf den großen Bühnen. Keine Ahnung, wo. Und ich glaube, das wäre so eine Band für den Sonntag. Dieses Jahr hatten sie ja den Sonntag so richtig schön so. Der Mit atmosphärischer Musik auslaufend. Und ich glaube, wenn sie das wieder so machen, dann wäre das definitiv Musik für den Sonntag. Es ist halt die Frage, wie sie es umsetzen, ob sie auch mit einem Streichquartett kommen oder ob das alles vom Synthi abgerufen wird. Das stimmt, das ist tatsächlich das dann so ein bisschen spannend, weil die Musik, die wir gehört haben, da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Also die live aufzuführen, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber nach dem, was ich gelesen habe, glaube ich, tritt er nicht alleine auf. Nein, das ist dann schon mehr wie ein Projekt. Also, aber man weiß ja nie... Kosten, dann vielleicht müssen dann doch gespart werden. Ich will jetzt keine Prognosen treffen. Ja, wir haben ja die Musikhochschule hier, vielleicht mit der Hannoveraner Musiker. Das wäre eigentlich eine schöne Idee. 50 Euro den Auftritt. Lokales Streichquartett. Genau. Kleiner Tipp, falls Nick Talbot uns gerade zuschaut, Mr. Gravenhurst nicht, jetzt wissen Sie Bescheid, so würde das gehen. Also wir würden den Kontakt auch herstellen, zur Not.